Wir ziehen den kurzen Rock an. Oh nein. Ja. So. Wie sehen denn die Waffen aus, die wir haben? Also in der Haupthand haben wir, glaube ich, genau, da haben wir den Stab. Ja, ich würde mal den Sauger nehmen. Stammeswaffe. Hat ein gutes Angriffstempo. Der hat noch Durchdringung. Ein legendärer Stab, ne? Ja, den behalten wir mal. So, jetzt haben wir aber die beste Ausrüstung an. Soweit. Guck mal, ob wir eine Schnellreise machen können. Wo müssen wir hin? Da oben. Und geht nicht, wenn wir auf einem Reittier sind. Da, Schnellreise. Gut, dann müssen wir nicht laufen. Dann müssen wir hier nicht laufen. Die Hallfelder. Hier klingt das Echo deiner Taten klarer nach als an jedem anderen Ort. Ausnahmen bestätigen die Regel. Da oben. So, da dürfen wir hier nicht reinlaufen. Lupalupins Lager war immer schon da. Direkt vor deinen Augen am Fuß des Baums. Lupalupins Lager, da können wir mal hingehen. Wird es heute nichts. Oh. Alter Schwede. Wir sind ja kein guter Schwimmer. Sei hier lieber vorsichtig. Das ist Lupalupins Lager. Ja. Die Frage ist nur, wie komme ich jetzt darüber? Boah, super. Ja, wieder oben. Sehr gut. Zum Lager kommen wir über die Wurzel. So. Gut, hier steht aber niemand. Kein Lupalupin in Sicht. Kein Lupalupin in Sicht.
Oh, kann man den... Das hier wird zu einer ziemlichen Expedition. Steht da? Plirpip. Das müssen wir irgendwo... Plirpip herkriegen. Und dann können wir den zähmen. Es ist tatsächlich ein Reittier. Ich gehe mir jetzt mal da zu dem Luftballon. Du hast Snödeborg entdeckt. Ein hübsches Dorf. Erstmal hinpissen. Mal sehen. Ey, Uchqua. Stimmt. Ey, Goikua. Heißt die. Wunderbar. So, vielen Dank für die Info. Ups. Zack. Der hat die Hut. Nimm es ernst, sonst scheiterst du daran. Mhm. Nimm es ernst. Nimm es ernst. Ja, wo war jetzt noch der heiße Ballon da oben? Ich guck mal, also ich kletter da mal hoch. Eine Verbesserungswerkbank. Hier kannst du deine Ausrüstung und Waffen verbessern. Verbesserungswerkbänke können anhand dieser Ballons leicht entdeckt werden. Du findest sie für gewöhnlich in Dörfern und Außenposten. Cool. Dann haben wir hier jetzt unsere Waffe. Ja, okay. Was haben wir auf der Seite? Nee, beides anzeigen. So, und jetzt nehme ich mal den Rumpf. Modifizieren. Ich nehme hier den, den wir bald anziehen, mit Stufe 12. An Verbesserungswerkbänken kannst du sowohl die Qualität als auch das Material deiner Gegenstände verbessern. Das kostet zwar Ressourcen, wird den Gegenstand jedoch erheblich aufwerten. Jedes Teil und Zusatzteil des Gegenstands wird verbessert. Das Verbessern von Gegenständen mit mehr Teilen kostet mehr, hat aber auch mehr Vorteile. So viel Material haben wir aber nicht. Das ist für dich in der Zukunft geeignet. Naja, ist klar. Ich wechsle mal die... Waffe. In der Haupthand haben wir den Stab. Da wechsle ich mal zu dem Sauger. Und jetzt können wir, glaube ich, den Stab verbessern. Oder es geht nicht, weil er legendär ist. Ja, man kann ihn nicht verbessern. Naja, so viele Ressourcen haben wir nicht. Wir können theoretisch Sachen zerlegen.
Aber alte Ausrüstung. Irgendwas, was nicht wehtut. Hier diese kleinen Sachen. Mehr Grobes für deine Herstellung. Ach, das gute Zeug. Was ist das für eine Maske? Mir die Jeans. Auf Wiedersehen. Und die Jeans behalte ich mal noch. So, jetzt haben wir ein bisschen was zerlegt. So, wenn wir jetzt den Sauger hier... Der hat aber so wenig Angriffstempo. Ich finde ihn eigentlich nicht so gut. Würde ich jetzt so stehen lassen. Oha, wir müssen da oben hin. Aber es ist in Sicht. Na klar, Kletterplätze sind meistens oben. Achte auf dein Gleichgewicht. Achte auf das Gleichgewicht. Ja, hier können wir schon klettern. Eigentlich. Zack, zack. Hier auch. Wo ist denn das Monster? Da unten. Du hast das Blättergewühl entdeckt. Den dichtesten Dschungel, den es gibt. Stürz dich hinein. Ah, cool. Kletterplatz haben wir schon gesichert. Müssen wir zu dem nächsten, der ist da hinten. Ich guck mal, ob wir eine Schnellreise machen können. Nee. Aber nach da unten. Dann kommen wir zumindest heil vom Berg runter. Hier können wir aufs Reittier. Angeblich gewöhnt man sich irgendwann an den Geruch solcher Viecher.
Na, jetzt sind wir ja auch schon fast da, ne? Hier ist noch was zum Looten. E-Müll! Genau das brauchst du. E-Müll. Das hier ist Gurfgebiet. Und Besucher mögen sie nicht. Gut, da kümmern wir uns dann nochmal drum. Brumm es an, dann läuft es schneller. Stufe 14 ist der. Ein altes Mampfhaus. Stell dir nur mal vor, heißes Essen gebracht zu bekommen. So, nur noch 1000 Meter. Du bist jetzt in Wump. So, hier holen wir uns mal den Wegweiser direkt. Dann haben wir den. Mal sehen. Da ist auch noch ein Luftballon. Der ist Totenkopf für uns. Ich frage mich, wo man Reitstiefel für dieses Tier bekommt. Ah, der kann ruhig mal Gummi geben hier. Sehr schön, Metallschrott. Den kannst du immer gebrauchen. So, auf geht's. Ganz schön ängstlich. Du bist in den Moosmoos-Morast gestolpert. Hier droht die Gefahr, auf ewig stecken zu bleiben, ob du willst oder nicht. Aha.
Oh, jetzt nochmal 3000 in die Richtung. Die Welt ist voller Geheimnisse, die darauf warten, enthüllt zu werden. Okay. Nee, wir müssen mit Kiesel sprechen. Also wir sind fertig. Das heißt, wieder zurück. Wo ist er denn? Ist er das? Sprich mit Kiesel da. Und da haben wir die Schnellreise. So, dann müsste er jetzt eigentlich fertig sein mit seiner, mit seinem Auftrag quasi, und er ist nicht mehr in Gefahr und kann uns die Brechstange verbessern. Wir müssen hier nochmal irgendwie rum. Ja, er hat's geschafft. Ja, das war ja wieder zu steil. Eigentlich erwartet man, dass so ein Pferd da einfach hochmarschiert, wie so eine Gazelle. Was ist nun mal ein Pferd? Beweg dich, bevor es eine Essenspause will. So, angekommen. Bangash! Jawoll! Jetzt, wo er weiß, wo er hin muss, fühlt sich Kiesel schon viel besser. Er verspricht, den neuen Plätzen, die du gefunden hast, einen Besuch abzustatten. Kiesel setzt schon zu lange sein Leben aufs Spiel. Es würde ihn beruhigen, wenn du ihm hilfst, eine Lösung zu finden. Klar, sag. Er versteht, dass Leben und Tod hier oben nur ein schmaler Grat trennt. Doch er glaubt, ihn überwinden zu können. Er ist bereit, das Risiko einzugehen. Doch er braucht deine Hilfe, um den Weg zu finden. Freut sich, dass du seine Ziele teilst. In der Höhe bekommt er immer einen klaren Kopf. Flieh, Donkel, halt, flieh! Schlaukopf, stress dich nicht. Ruhig? Von wegen. Handle jetzt, jetzt, jetzt. Zeit für dich zu verschwinden. Moment mal, was? Nein! Man hab hin. Kiesel bleibt fürs Erste hier. Ach, Schwanzelkoch. Sag, das war eine interessante Unterhaltung. Nein, helle Punkte. Ich wusste nicht, dass das helle Punkte gibt. Kiesel bleibt fürs Erst. Zum Tool, Papansch. Sag. Ja, ja, ja. Ich wollte ja auf mein Pferd hier. So, wir haben jetzt schon mal das Ding jetzt aufgewertet. Jetzt müssen wir ranzoomen. Genau, jetzt gehen wir hier zu dem Bunker wieder.
Könnte sich dieses Ding selbst steuern? So, Schnellreise. Dann sind wir gleich wieder im Bunker. Und da müssten wir jetzt die Tür aufkriegen. Dieser Ort heißt Kaufschlau. Hier lebt ein berüchtigter Krimskramshändler. Kaufschlau heißt er. Nee, unsere Quest ist nämlich gewesen. Besiege den Jumbo-Knoll. So, wir müssen jetzt aber halt zum Bunker laufen. Das ist hier. Ich glaube so. Könnte sein. Sieht zumindest nicht komplett falsch aus. Ich guck noch auf die Karte. Ja, ist richtig. Dann kommt er gleich auf der rechten Seite. Also er müsste hier eigentlich gleich kommen. Ah, schon zu weit. Das ist schon zu weit. Geschichten schreiten voran, ob durch dein Zutun oder nicht. Ah, hier ist der Eingang. Jawohl. Ja, geil, die Tür geht auf. Ui, schick. Schick, schick. Tarnhose. Bereich abgeschlossen. So, jetzt müssen wir nur unseren MK. Allein für den Nachthimmel lohnt es sich, nach draußen zu gehen. Boom, da ist er. Hallo, mein Freund. Was?
So, auf geht's. Den hat es zerlegt. Hat auch nichts gedroppt. Oh, ich dachte erst, das wäre eine Kiste, aber das ist so ein Schiffscontainer. Da lassen wir nicht viel über. Eine kleine nette Höhle. Schönbau genannt. Nachts ist die beste Zeit. Zeit, auf eigenen Beinen zu stehen. Yep. Eine Kiste. Kugelschreiber. Ein Kugelschreiber. Yep. Hui. Eine legendäre Kiste. Hui. Ganz viele tolle Sachen hier. Die Tür ist leider kaputt. Liegt hier noch was? Sonst sagt er ja immer Bereiche abgeschlossen. Aber hier wird es wohl nichts weiter geben. Ich guck nochmal hier vorne. Ne, da kommt nichts. Aha. Hui. Jetzt. Ein legendäres Metallrohr. Bloß nicht stolpern.
Supi. Einmal abgesaugt. Kaboom! Kaboom! Es lohnt sich, die Tiefen zu erkunden. Alter Schwede. Als den Himmel, oder? Wow. Die haben ganz schön wehgetan. So, das war der Eingang. Heschenknochen. Ein Pümpel. Lauf immer weiter. Oh, fuck. Da ist man ganz schnell mal kaputt. Halbes Leben. Wow. So, die sind defekt. Wir haben Schlacke gefunden. Hui. Ganz viel schöne Beute. Ein Schusser. Ein Gesundheitspaket. Eine Hackkurve. Das war's. Mach dich mit diesem Gefährt vertraut. Das ist ein LKW, der da steht. Okay. Yeah.
Pang! Pang, pang! Die leiden nicht mehr länger. Nee, die sind von ihrem Schicksal befreit. Oh, da kommt man jetzt nicht mehr rüber. Perfekter Treffer. Lass nicht locker. Toller Schuss. Yep. So, müssen wir da rein oder da dran vorbei? Das Licht blendet einen fast. Der Jumbo-Knäuel. Ein Jumbo-Knäuel mit gewaltigem Appetit. Kein Zweifel, er muss aufgehalten werden, bevor er noch diese Welt auffrisst. So. Hallo da oben. Den hat er gefressen. Oh, der Jumbo-Knäuel dreht jetzt so richtig auf. Zeit für eine elektrisierende Vorstellung. Cool.